Jürgen Meltzer startet mit einer Niederlage in die ATP Finals. Team spielt heute Abend gegen Rafael Nadal und Luis Suarez wurde positiv auf Corona getestet. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Jürgen Meltzer ist gestern bei den ATP Finals in sein letztes Karriere-Highlight mit einer Pleite gestartet. Der 39-Jährige und sein französischer Partner Edouard Roger Vasselin mussten eine Niederlage einstecken. Das Duo startet stark ins Spiel gegen den Kroaten Mate Pavic und den Brasilianer Bruno Suarez. Nach einer Stunde und 23 Minuten müssen sie sich dann aber im Champions-Tiebreak mit 4:10 geschlagen geben. Die österreichisch-französische Paarung trifft morgen im zweiten Gruppenspiel auf John Peers und Michael Wienes, die ebenfalls ihr erstes Spiel verloren haben. Ein guter Start ist Team bei den ATP-Finals in seiner Gruppe London 2020 gegen Stefanos Tsitsipas schon gelungen. Auch beim zweiten Spiel in seiner Gruppe gegen Rafael Nadal will unser Weltranglistendritter gewinnen. Heute trifft Team erstmals bei den ATP-Finals auf den Spanier. Im Head-to-Head gegen Nadal liegt Team 5:9 im Rückstand. Das letzte Match gegen den 34-Jährigen konnte Team aber im Jänner 2020 im Viertelfinale bei den Australian Open für sich entscheiden. Nadal ist so wie auch Team gut in die ATP-Finals gestartet. Er hat am Sonntagabend das Spiel gegen Andrei Rublev nach 77 Minuten gewonnen. In der zweiten Gruppe Tokio 1970 hat Novak Djokovic gestern Diego Schwartzmann klar besiegt. Mit 6:3, 6:2 entscheidet der Weltranglisten-Erste das Match klar für sich. Im zweiten Spiel der Tokio-Gruppe verliert Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev mit 6:3 und 6:4. Morgen spielt Österreich gegen Norwegen in der Nations League um den Gruppensieg. Die Norweger reisen mit nur 5 Spielern mit Erfahrung im A-Nationalteam nach Wien. Der Aushilfsteamchef Leif Gunnar Smerud freut sich auf das Duell in Wien. Er spielt mit seiner schnell zusammengestellten Mannschaft morgen um 20.45 Uhr gegen das ÖFB-Team im Ernst-Happel-Stadion. Auch mit dabei für die Norweger ist ein bereits bekanntes Gesicht in Österreich, Ex-Rapidler Veton Berischer. Außer Berischer von Viking Stavanger befinden sich im Kader ausschließlich Legionäre. Unsere ÖFB-Elf benötigt im direkten Duell nur einen Punkt, um sich den Gruppensieg zu sichern. Damit würden sie in die A-Liga der Nations League aufsteigen und auf die besten Teams Europas treffen. Superstar Luis Suarez ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit dieser Hiobsbotschaft fällt der Stürmer für das WM-Qualifikationsspiel von Uruguay heute Abend gegen Brasilien aus. Das Nationalteam gibt gestern bekannt, dass auch Tormann Rodrigo Munoz und ein Betreuer positiv getestet wurden. Gestern stellt der Doppel-Olympiasieger Caleb Dressel bei der International Swimming League in Budapest einen unglaublichen Weltrekord über 100 Meter Lagen auf. Der US-Amerikaner ist gestern im Halbfinale 100 Meter Lagen in 49,88 Sekunden geschwommen. Damit bleibt er als Erster unter der 50-Sekunden-Marke. Den bisherigen Weltrekord von dem Russen Wladimir Morozov verbessert der 24-Jährige um 0,38 Sekunden. Die Snowboarderin Sabine Schöffmann hat sich bei einem Trainingssturz vergangene Woche eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Das bedeutet für die 28-Jährige nun eine mehrwöchige Pause. Sie musste nach dem Sturz intubiert und in einen Tiefschlaf versetzt werden. Mittlerweile hat sie das UKH Salzburg aber schon wieder verlassen. In den kommenden Tagen soll eine Nachuntersuchung bei einem Neurologen erfolgen. Eine längere Trainingspause ist aber leider mit Sicherheit nicht vermeidbar. Wir wünschen der Kärntnerin eine gute Besserung bei ihrem Weg zurück auf die Piste. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.